Bam, 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 bam. Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mommy Made Kanal gibt es jede Woche ein Näh- oder DIY-Tutorial. Hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen und auch immer mal wieder ein Gewinnspiel. Falls ihr davon nichts verpassen möchtet, dann lasst doch dem Kanal ein Abo da und aktiviert das kleine Glöckchen, denn nur dann informiert euch YouTube, wann immer ich etwas Neues hochlade. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus eurem Lieblings-Shirt-Schnittmuster ein solches Top mit einem Wasserfallausschnitt kreieren könnt. Dieses Top, was ich hier heute trage, ist aus dem exakt gleichen T-Shirt-Schnittmuster entstanden, wie das Shirt, das ich im letzten Shirt-Hack getragen habe. Wir erinnern uns, da ging es um die Raffung. Und genau darum geht es in meiner Serie der Shirt-Hacks. Nämlich darum, was ihr mit eurem Lieblings-T-Shirt oder Longsleeve-Shirt-Schnittmuster so alles anstellen könnt, um verschiedene Arten von Shirts zu kreieren, ohne für die verschiedenen Arten von Shirts jeweils neue Schnittmuster kaufen zu müssen. Der Schnitt, den ich verwende, ist, wie auch im letzten Video, mein eigener. Und die Frage kam schon mehrmals. Und ja, ich arbeite daran und es wird den Schnitt irgendwann im Mommy Made Shop geben. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Sobald das der Fall ist, verlinke ich euch den in der Infobox unter den Shirt-Hacks-Videos. Was wir heute brauchen, ist neben besagtem Lieblings-Shirt-Schnittmuster natürlich etwas, auf dem wir das angepasste Schnittmuster kreieren können. Ich verwende solches Transparentpapier, ihr könnt auch Backpapier benutzen oder natürlich professionelles, speziell dafür hergestelltes Schnittmusterpapier. Ihr braucht etwas zum Zeichnen, einen Stift, der auf besagtem Papier schreibt. Ein Lineal, ein Geodreieck ist gut. Später natürlich zum Nähen eure Nähmaschine, Rollschneider, Clips, Stecknadeln und natürlich Stoff. Für ein Wasserfallshirt eignen sich weich fließende elastische Stoffe, wie zum Beispiel Viskose-Jersey oder ein solcher schöner Modal-Jersey, wie ich ihn heute hier verwende. Alle Materialien, die ich heute hier verwende, verlinke ich euch wie immer unter dem Video in der Infobox. Und diesmal kann ich euch da auch eine Quelle für den Stoff nennen, den ich verwende, denn da kommen ja regelmäßig Fragen, wenn ich etwas nähe, wo ich den Stoff her habe. Und diesmal ist da ein entsprechender Link für euch. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Nehmt euch als erstes das Vorderteil eures Lieblingsshirts. Das kann, wie gesagt, sowohl ein T-Shirt-Schnitt als auch ein Longsleeve sein. Ich verwende heute meinen Lieblings-T-Shirt-Schnitt, den ihr, sofern ich dann irgendwann dazu gekommen bin, auch im Mommy Made Shop finden werdet. Sobald das der Fall ist, verlinke ich euch den hier unten in der Infobox. Als erstes müssen wir rausfinden, wie tief unser Ausschnitt werden soll. Dafür könnt ihr das Schnittmuster einfach an euch anhalten und vorne eine Markierung machen, wie tief ihr den Ausschnitt gerne hättet. Oder das grob Pi mal Daumen mit einer Faustregel machen, die da lautet, wir ziehen diese Linie etwa 3 cm von der Achsel aus. Das heißt, hier würde ich mir eine Markierung machen, 3 cm. Von der Achsel aus oder eben mir das Schnittmuster anhalten und hier vorne mir entsprechend markieren, wie tief mein Ausschnitt werden soll. Diese Markierung, wahlweise an der Stelle gemacht oder eben hier unten, verbinde ich jetzt im rechten Winkel zum Bruch. Unser Bruch ist hier unten. Und da lege ich mein Lineal an und ziehe eine Linie im rechten Winkel dazu, die mir diese Stelle markiert. Diesen Schnittpunkt hier unten zwischen dem Bruch und meiner Brustlinie quasi verbinde ich jetzt mit dem äußeren Rand meiner Schulternaht. Also nicht der Kante am Ausschnitt, sondern der Kante von Schulternaht und da, wo das Ärmelloch ist. Als nächstes messe ich meine Schulternaht aus. Die ist bei mir genau 6,75 cm lang und davon markiere ich mir die Hälfte. So, die Hälfte von 6,75 ist 3,375, also so grob 3,4. Da mache ich mir eine Markierung und diese Markierung verbinde ich mit der Mitte zwischen meinem jetzigen Halsausschnitt und diesem Brustlinienpunkt, den ich gemacht habe. Also messe ich jetzt quasi den Abstand von dieser Linie zu meinem Halsausschnitt, wie er jetzt ist. Das sind sehr genau 10 cm bei mir.
Da mache ich mir eine Markierung bei der Mitte, das sind 5 cm. Und jetzt verbinde ich diesen Mittelpunkt mit jenem Mittelpunkt mit einer geraden Linie. Dieser Stift nicht. So, in meinem Falle entsteht hier ein Loch. Das liegt daran, dass ich ein Shirt mit einem relativ weit ausgeschnittenen Ausschnitt habe. Bei euch ist das möglicherweise eine durchgezogene Linie, dann habt ihr an dieser Stelle gar keine Schwierigkeit. Vielleicht verläuft euer Halsausschnitt irgendwie so. Wie wir mit diesem Loch umgehen, zeige ich euch später. Ignoriert das einfach und zieht einfach von diesem Punkt zu diesem Punkt eine Linie. Dann haben wir hier zwei Linien und wir brauchen aber noch eine dritte. Und die platzieren wir genau zwischen diesen beiden Linien. Dafür messe ich mir jetzt hier wieder die Mitte aus zwischen den beiden Linien. Bei mir waren das hier unten ja 5 cm, also muss das hier bei 2,5 die Markierung liegen. Und hier oben hatte ich 3,4 cm markiert. Die Hälfte davon ist 1,7 und die markiere ich mir eben auch hier oben. Und jetzt verbinde ich wieder diese beiden Mittelpunkte. So, und jetzt fangen wir an zu schneiden. Und zwar macht ihr das bitte nicht mit eurer Stoffschere. Und als erstes schneiden wir alles, was oberhalb dieser ersten Linie, die wir gezogen haben, ist, weg. Wir ignorieren dieses Loch weiterhin, sofern es eins gibt. Bei vielen Shirtschnitten werdet ihr hier, wie gesagt, überhaupt gar kein Loch haben. Deshalb mache ich hier einfach weiter, als wäre das nicht. So, wenn wir das alles weggeschnitten haben, dann schneiden wir an den übrig gebliebenen drei Linien, also an dieser, an jener und an jener, unser Schnittmuster ein. Und zwar vom Bruch ausgehend bis ganz knapp vor den Rand eures Schnittmusters. Gerade noch so viel übrig lassen, dass es euch nicht ganz auseinander getrennt wird. Und das bei allen Linien. Bam, 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 bam. Legt euch jetzt euer Schnittmusterpapier oder Transparentpapier oder Backpapier oder was immer ihr benutzt, um Schnittmuster zu zeichnen, aus und legt euer Schnittmuster so darauf, dass euer Bruch hier unten an der Außenkante anliegt. Ich beschwere mir das hier mit allem, was hier so rumliegt. So, jetzt fächern wir diesen oberen Teil aus. So sah das ja als unser bisheriges Shirt-Schnittmuster aus. Und jetzt drehen wir das auf, um hier oben mehr Weite reinzubekommen. Das heißt, ich schiebe erst an diesem Schnitt, schiebe ich das so weit auf, dass die Spitze hier quasi am Bruch entlang wandert. So weit, wie ich das möchte oder komme. Und fächer dann die anderen Teile auch noch entsprechend auf. Und zwar so weit, bis dieser äußerste Teil, dieser obere Streifen, im rechten Winkel zu meinem Shirtbruch liegt. Das heißt, ich lege mir mein Lineal hier an den Shirtbruch und den Rand meines Schnittmusterpapiers an und fächer diese anderen Streifen so weit auf, bis der oberste von ihnen im rechten Winkel zu meinem Shirtbruch ist. Und da klebe ich diese Teile jetzt alle fest. Klebt bei dem oberen Streifen den Klebstreifen, so ihr den denn verwendet, am besten in Richtung Shirtschnittmuster und nicht nach außen, denn außen wollen wir ja gleich noch unsere Linie ziehen und das Ganze abpausen. Und das hier ist unser neues Schnittmuster, das wir jetzt einfach abpausen können. Falls ihr, so wie ich, hier von dem ursprünglichen Halsausschnitt so eine Delle drin habt, so ein Loch drin habt, ignoriert das einfach und zieht hier eine gerade Linie. So, jetzt könnt ihr das zerschnippelte Schnittmuster eures ursprünglichen Shirts hier wieder abtrennen. Das könnt ihr mit den Klebstreifen, die ihr hier verwendet habt, auch einfach wieder zusammensetzen. So, das könnt ihr also das nächste Mal wieder benutzen. Und dann ist das unsere neue Vorderseite. Weil wir gerne möchten, dass das vorne nicht einfach nur versäubert ist und sich dann umklappen kann, dass man die Rückseite des Stoffes sieht, wenn man das trägt, möchten wir hier einen Beleg noch annehmen. Das heißt, an dieser oberen senkrechten Linie, die ihr gezogen habt, nehmt ihr jetzt euer Schnittmusterpapier und schneidet
naja, etwa so 10-15 cm oberhalb eurer Linie euer Papier ab. Und jetzt schlagt ihr es an der oberen Linie eures Schnittmusters nach hinten um. Also betrachtet diese Linie quasi als Falzlinie. Da schlagt ihr das nach hinten um. Und dann liegt euer Schnittmuster im oberen Bereich doppelt. Und jetzt schneidet ihr den Rest des Schnittmusters, so wie das ist, mit der doppelten Rückseite einmal aus. Bam, 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 bam. Wenn ihr das getan habt, klappt ihr die umgeknickte Seite wieder nach oben und macht das wieder gerade. Und das hier, dieses Teil, das wird unser Beleg, der dann hinterher in unserem Wasserfallshirt vorne auf unserer Brust aufliegt. Das heißt, ihr könnt jetzt entscheiden, wie tief ihr das gerne hättet, ob euch da irgendwie 5, 6 cm reichen oder 10 cm. Ich finde immer, dass sowas wie 8 bis 10 cm eine gute Länge ist. Da markiere ich mir am Bruch genau diese Distanz. Ich nehme jetzt mal 8 cm, da mache ich mir eine Markierung und verbinde die jetzt lose mit dieser äußeren Spitze. Das hier ist quasi die Rückseite unserer Schulternaht. Das ist das, was von unserer Schulter übrig geblieben ist. Und diesen äußeren Teil, da hört das Schnittmuster aus, verbinde ich jetzt freihand einfach mit dieser Linie in einer Art Kurve. Ich lasse das tatsächlich hier am Bruch erstmal im 90-Grad-Winkel ein Stück laufen und ziehe dann meine Kurve. Also ist das hier die innere Linie. Und an der schneide ich jetzt dieses Schnittmuster aus. Und an diesem Punkt, meine Lieben, ist euer angepasstes Schnittmuster für das Vorderteil eures angehenden Wasserfall-T-Shirts oder Longsleeves fertig und wir können uns der Rückseite des Shirts widmen. Das ist relativ schnell gemacht. Die Rückseite des Shirts bleibt im Grunde genommen gleich. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die Schulter ein wenig anpassen. Denn da haben wir ja, ihr erinnert euch, am Vorderteil was weggenommen, weil wir möchten, dass der Ausschnitt ein bisschen größer wird. Das müssen wir natürlich auch hinten machen. Ergo markieren wir uns hier wieder die Mitte. Wir erinnern uns, in meinem Falle waren das 6,75 und ich habe meine Markierung bei etwa 3,4 gemacht. Und das mache ich jetzt hier auch, damit die Schulternaht an beiden Teilen gleich ist. Und jetzt muss ich meinen rückwärtigen Halsausschnitt entsprechend anpassen, damit der hier drauf passt. Das heißt, ich gucke einfach ab, wo sich hier diese Kurve andeutet. Das ist bei mir hier. Und verbinde das einfach in einem schönen Bogen nach dorthin. Manche von uns haben dafür ein extra Kurvenlineal. Wer das nicht hat, muss das irgendwie freihand hinkriegen. Aber das bekommt ihr schon hin. Und dieses Stück schneiden wir jetzt ab. Und somit sind wir fertig mit unseren Schnittanpassungen. An den Ärmeln ändert sich nichts. Die könnt ihr entweder so lassen, wie sie sind, oder eben weglassen, wenn ihr ein ärmelloses Shirt machen wollt. Wir sind mit unseren Anpassungen fertig und können jetzt ans Zuschneiden gehen. So, und jetzt kommt's. Anders als wir das gewohnt sind, werden wir unser Shirt-Vorderteil jetzt nicht im Fadenlauf zuschneiden. Das heißt, normalerweise würdet ihr euch euren Stoff ja so hinlegen und dann hier parallel zum Fadenlauf quasi einen Stoffbruch legen und da euer Shirt-Schnittmuster anlegen. Das machen wir jetzt nicht. Unser Wasserfall-Shirt fällt besser, wenn wir das Ganze diagonal zuschneiden. Um das gescheit hinzubekommen, nehmt ihr euch als erstes ein Geodreieck oder ein solches Quilter-Lineal und legt es hier an und guckt, ob wer auch immer euch euren Stoff zugeschnitten hat, hier einen wunderschönen rechten Winkel kreiert hat, so wie das bei mir hier der Fall ist. Wenn dem so ist, habt ihr überhaupt nichts mehr weiter zu tun, sondern dann könnt ihr im nächsten Schritt einfach hergehen und eure obere Stoffkante so umschlagen, dass sie hier auf der Webkante zu liegen kommt, das ordentlich hinlegen und dann liegt euer Stoff so, wie ihr ihn braucht, um hier euer Schnittmuster anlegen zu können. Wenn dem nicht so ist mit dem rechten Winkel hier, dann könnt ihr natürlich als erstes entweder einen rechten Winkel schneiden und dann diese Stoffkante auf jene Stoffkante legen oder euch euer Quilter-Lineal anlegen. Da sind 45-Grad-Linien eingezeichnet oder auch euer Geodreieck hier an der Webkante entlang anlegen. Gucken, dass die 45-Grad-Linie auf die Ecke trifft.
euch hier eine Markierung machen oder den Finger hinhalten und dann euer Lineal so in der Verlängerung der Ecke und eurer Markierung anlegen und dann euren Stoff quasi an diesem Lineal entlang falten. Auf euren, auf die eine oder andere Art und Weise in dieser Form diagonal gefalteten und faltenfrei ausgelegten Stoff legt ihr jetzt euer Schnittmuster oben an den Bruch an. Und dann schneidet ihr dieses Schnittmuster wie gewohnt aus. Denkt daran, dass ihr an all den Stellen, an denen ihr später eine Naht fertigen werdet, die Nahtzugabe entsprechend beim Zuschnitt berücksichtigt, in der Breite, wie ihr sie zum Nähen braucht. Und falls ihr das Shirt unten säumen möchtet, denkt dran, dass ihr unten auch eine entsprechende Saumzugabe von etwa 3 cm oder mit wie viel auch immer ihr arbeitet, beim Zuschnitt hinzuzufügen. Euer Rückenteil schneidet ihr so zu, wie ihr das gewohnt seid. Also legt euch den Stoff so in den Bruch, dass der Bruch parallel zur Webkante verläuft und legt an diesen Bruch euer Rückenteil an. Das schneidet ihr jetzt ebenfalls aus und fügt beim Zuschnitt ringsherum überall an den Stellen, wo noch genäht oder eingefasst oder sonstiges gemacht wird, eine Nahtzugabe eurer Wahl hinzu. Und wenn ihr das Shirt unten säumen möchtet, unten entsprechend mit zusätzlicher Saumzugabe. Als erstes müsst ihr euch überlegen, was ihr mit dem Halsausschnitt an eurem Rückenteil anstellen möchtet. Diesen Halsausschnitt könnt ihr wahlweise entweder einfach säumen oder mit einem Streifen versäubern oder ihr könnt auch für das Rückenteil einen Beleg nähen. Das werde ich heute machen. Dafür nehmt ihr euch wieder euer Schnittmuster und zieht eine Linie im rechten Winkel zum Bruch und zwar etwa so 3 cm unter der Achselnaht. Und dieses obere Stück ist dann euer Schnittmuster für den Beleg. Das sollte quasi identisch sein zu dem, was ihr hier zugeschnitten habt. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und das könnt ihr dann rechts auf rechts hier auf euren Halsausschnitt legen, mit Klammern oder Stecknadeln feststecken und dann einmal hier um den Halsausschnitt herum mit einem einfachen Geradstich festnehmen. Wenn ihr das getan habt, geht ihr her und schneidet ringsherum an diesem Halsausschnitt eure Nahtzugabe ein. Und zwar in regelmäßigen kurzen Abständen vom Rand in Richtung Naht und achtet dabei natürlich penibelst darauf, dass ihr diese Naht nicht verletzt. Aber diese Schnitte helfen, dass sich das Ganze dann schön in die Kurve legt, wenn wir es gleich umschlagen. Jetzt schlagt ihr euren Beleg auf die andere Seite. Einmal nach innen und formt hier oben diese Kante ordentlich aus. Und ihr wisst, dass ich nicht gerne bügel, aber das hier ist ein Ausschnitt, den sogar ich bügel, um sicherzustellen, dass sich das hier richtig an der Naht in die Kurve legt. Und dann könnt ihr das entweder so lassen, nachdem ihr es gebügelt habt, oder hier nochmal knappkantig diesen Halsausschnitt absteppen. Ich habe mich fürs Absteppen entschieden und werde jetzt, weil ich das vor dem Zusammennähen versäumt habe, an diesem Beleg noch die untere Kante versäubern. Das mache ich an der Overlock, das könnt ihr aber auch an der Nähmaschine machen, damit da hier nichts ausfranst, sich nichts einrollt. Und dann könnt ihr, wenn ihr das möchtet, um euch die weitere Verarbeitung zu erleichtern, also eigentlich sind wir jetzt hier fertig und könnt das so lassen, wenn ihr aber möchtet, dass euch dieser Beleg bei den nächsten Projektschritten nicht verrutscht, dann näht den einfach ganz, ganz knappkantig hier am Rand und in den Armausschnitten an eurem Rückenteil fest. Macht das, wenn ihr das macht, aber extrem knappkantig, also quasi auf der Nahtzugabe, die wir ja sowieso beim Zuschnitt gelassen haben, damit man das hinterher nicht sieht, wenn ihr euer Shirt zusammennäht. Und jetzt sind wir mit dem Rückenteil fertig und können uns dem Vorderteil widmen. Unser Vorderteil hat ja hier oben diese lustige Zickzackform und dieser obere Bereich ist ja unser Beleg. Und anders als bei meinem Rückenteil werde ich das jetzt nicht vergessen und werde jetzt als allererstes meinen Beleg versäubern, in meinem Falle an der Overlock. In Vorbereitung auf den nächsten Schritt muss ich mir jetzt hier einmal zwischen dem Beleg und dem Rest meines Oberteils die Nahtzugabe einschneiden.
Dafür falte ich meinen Beleg nach unten und gucke, dass hier die Schulternaht auf der Schulternaht zu liegen kommt. Lege die beiden Stücke ganz genau aufeinander und schneide dann hier oben die Nahtzugabe ein. Ich kann da auch schräg ein kleines Dreieck rausschneiden, dann habe ich hier einen kleinen Schnitz. Das mache ich auch auf dieser Gegenseite. Legt euch euer so vorbereitetes Vorderteil jetzt mit der rechten Stoffseite nach oben auf euren Tisch und platziert rechts auf rechts euer Rückenteil darauf. Da zeigt also der rückwärtige Beleg zu euch hin. Legt die Schulternaht des Rückenteils rechts auf rechts auf die Schulternaht des Vorderteils. Genau hier oben am Rand ist euer Knips und da wickelt ihr den Beleg um das rückwärtige Teil herum. Und so gehen wir jetzt damit unter die Nähmaschine und nähen diese ganzen Lagen aneinander fest. Also hier liegt das Rückenteil auf dem Vorderteil und da wird der Beleg drum herum gewickelt. Das stecke ich mir hier fest, damit das nicht verrutschen kann. Und jetzt fange ich hier am Ende des Belegs, wo der Armausschnitt anfängt, mit dem Nähen an und nähe das hier einmal zusammen. Bam, 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 badam, bam. Genauso machen wir das jetzt auf der anderen Seite, legen also unser Rückenteil rechts auf rechts auf die Schulternaht des Vorderteils, klappen den Vorderteilbeleg drumherum und legen auch da die Schulternaht auf die Schulternaht, stecken das alles aneinander fest, gehen dann mit diesem Sandwich unter die Overlock. Bam, 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 badam, bam. Wenn wir das jetzt umklappen, dann seht ihr hier wunderschön, wie das dann am Ende auf der Schulter aussehen wird. Also das Vorderteil umschließt quasi das Rückenteil. Ihr habt innen keine offen sichtbare Naht. Das ist das Schöne. Das liegt sehr, sehr angenehm auf der Schulter auf. Und so sieht dann auch die andere Seite entsprechend aus. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal richtig herumdrehen, also mit den Belegen nach innen, dann seht ihr hier schon, wie das auf eurer Schulter aufliegen würde und wie hier vorne der Wasserfall fällt. Und das ist quasi schon die ganze Magie. Die weitere Vorgehensweise unterscheidet sich nicht von irgendeinem anderen Shirt, das ihr sonst näht. Das heißt, ihr würdet jetzt im nächsten Schritt hier die Ärmel einsetzen, so ihr den Ärmel annähen möchtet oder alternativ Ärmel weglassen und stattdessen hier den Armausschnitt versäubern oder säumen. Das Shirt dann rechts auf rechts zusammenlegen und eben die Ärmel, so es die denn gibt, und die Seitennähte schließen, das Shirt unten säumen und dann ist euer Wasserfallshirt fertig. So, ich hoffe, dieser Shirt-Hack hat euch gefallen und hilft euch weiter. Es wird natürlich hier auf dem Kanal weitere Shirt-Hacks geben dazu, was ihr mit eurem Lieblings-T-Shirt oder Longsleeve-Schnittmuster so alles anstellen könnt. Eins der nächsten Tutorials wird auf jeden Fall sein, wie ihr einen Halsausschnitt oder auch einen Armausschnitt einfassen könnt. Ich hatte das vorhin als alternative Möglichkeit genannt, was ihr mit dem Rückenteil, mit dem Halsausschnitt am Rückenteil anstellen könnt. Dazu wird es ein separates Tutorial geben, ganz, ganz bald hier auf dem Kanal. Solltet ihr weitere Wünsche für Shirt-Hacks haben, dann packt mir die gerne in die Kommentare unter dieses Video und dann schaue ich, was ich da für euch tun kann. Falls ihr keines meiner Videos mehr verpassen möchtet, dann empfehle ich ganz stark, den MommyMade-Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit YouTube euch auch informieren kann, wenn ich etwas Neues hochlade. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. MommyMade!